Also, ich schieb mich da nochmal hochwuchten. Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge für euch und zwar die Neuzugänge vor Weihnachten. Ich splitte das Ganze auf, denn ich habe unglaublich viel an Büchern zu Geburtstag und Weihnachten bekommen. Damit das hier nicht ein ultralanges Video wird, splitte ich das Ganze auf und heute gibt es die Neuzugänge von mir vom Dezember, alles was vor Weihnachten war. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich fange mit den Büchern an, die ihr schon irgendwo mal gesehen habt. Und zwar einmal Der letzte Schwur von Nalini Singh. Das ist der 15. Teil der Gestaltenmantel-Reihe. Ich habe dieses Buch inzwischen gelesen. Das Video ist auch schon online. Ich verlinke es euch hier oben mal in der Infokarte, falls ihr mal reingucken wollt und Näheres zu dem Buch wissen wollt. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen von Jay Lynn. Auch dieses Buch habe ich inzwischen schon gelesen. Video ist ebenfalls online. Es ist das gleiche Video wie Der letzte Schwur. Also schaut in die Infokarte, falls ihr Näheres zu diesem Buch wissen möchtet. Und ja, so viel dazu. Ich kann nicht viel mehr jetzt zu dem Buch sagen, sonst wird das ja wieder ein halber Lesermonat und das möchte ich nicht. Das nächste Buch habe ich auch bereits gelesen und zwar ist das dieses hier, Die schönste Zeit des Jahres von Jacqueline Fellgut. Das ist das Buch vom Dezember von Jackie und es ist eine Weihnachtsgeschichte und ich muss sagen, ich fand dieses Buch unglaublich schön. Es vermittelt nochmal genau den Wert von Weihnachten und ich finde, man bekommt hier auch nochmal mit auf den Weg gegeben, worum es an Weihnachten wirklich geht und ich fand die Geschichte einfach unglaublich gut. Ich mochte die Charaktere, ich fand, was Jackie sich da alles ausgedacht hat, wirklich unglaublich süß und kann diese Geschichte für Weihnachten auf jeden Fall nur empfehlen und ich denke mal, ich werde sie nächstes Jahr an Weihnachten definitiv nochmal lesen, spätestens, weil sie ist wirklich ganz, ganz toll und ganz, ganz süß und vermittelt einfach auch einen schönen Wert. Das waren die Bücher, die ich bereits gelesen habe. Jetzt kommen die, die ich noch nicht gelesen habe. Und zwar beginnen wir mit dem Buch, was ich aktuell gerade lese. Also wenn dieses Video online ist, wahrscheinlich nicht mehr. Aber jetzt gerade, wo ich dieses Video drehe, lese ich dieses Buch. Und zwar ist das Dark Wild Night von Christina Lauren, weil du der Einzige bist. Das ist der dritte Teil dieser Reihe. Ich habe es beim Verlag angefragt, weil ich einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich habe eine E-Mail vom Verlag bekommen mit den Neuerscheinungen und da stand das Buch so mit drin und dachte ich, ja, das hört sich eigentlich ganz, ganz cool an und bin da gerade am Lesen und bis jetzt gefällt es mir auch ganz gut. Ich habe halt die ersten beiden Teile jetzt nicht gelesen, was aber absolut nicht schlimm ist, denn es ist so eine New Adult-Reihe, in der es, oder mehr Erotik als New Adult, glaube ich, ist das schon. In dieser Reihe geht es halt in jedem Buch um ein anderes Pärchen, weswegen man die auch unabhängig voneinander lesen kann. Und ja, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht schlimm, dass ich Band 1 und 2 nicht gelesen habe. Und bis jetzt gefällt mir Dark Wild Night ganz gut. In diesem Buch geht es um Lola und Lola ist Graphic Novel Zeichnerin und ihre Graphic Novel ist auf Platz 1 der Bestsellerlisten und soll jetzt auch verfilmt werden, was für sie sehr, sehr aufregend ist und ihr allerbester Freund Oliver steht ihr mit Rat und Tat zur Seite und es ist aber so, dass Lola schon sehr, sehr lange mehr möchte von Oliver als nur Freundschaft. Und ob er genauso empfindet und ob Lola eine Chance hat, ihre Gefühle für Oliver offen zu zeigen und ihm das mitzuteilen, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ja, wie gesagt, bisher gefällt es mir ganz gut. Ich bin so ungefähr bei der Hälfte. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch passiert und ja, werde euch auf jeden Fall berichten. Dann hatte ich ja von der Niki noch für jeden Adventssonntag ein Paket bekommen. Im ersten war ja Pandora drinne von Eva Siegmund. Das hatte ich ja letzten Monat noch mit in den Neuzugängen. Und in den anderen Adventssonntagen waren diese Bücher hier drinne. Einmal Mystic City von Theo Lawrence. Das ist der erste Teil. Wie heißt der? Das gefangene Herz. Dieses Buch stand schon ewig lang auf meiner Wunschliste. Und ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Es ist meiner Meinung nach eine Dystopie. Irgendwie-Fantasy, irgendwie sowas. Und ja, bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Es geht in diesem Buch um eine verbotene Liebe, die nicht sein darf und natürlich wieder unterschiedliche, wie heißt es, Gesellschaftsstrukturen, die in diesem Buch herrschen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und werde euch hier berichten, wie dieses Buch mir gefallen hat. Dann habe ich von der lieben Niki noch bekommen, diese beiden Bücher hier, da habe ich mich mega drüber gefreut. Und zwar einmal den ersten Teil Young World, die Clans von New York und den zweiten Teil Young World nach dem Ende. Ich wollte diese Bücher schon so, so lange lesen. Es ist auch eine Dystopie und Chris Weitz ist ja der Regisseur vom zweiten Twilight-Film, glaube ich. Ja, vom zweiten. Und bin da immer sehr gespannt, was er so als Autor hier aufs Papier gebracht hat. Und ja,
Bin schon sehr, sehr gespannt auf diese beiden Bücher und freue mich, die dann auch so mit zu lesen. Und ich werde natürlich berichten. Zum Inhalt kann ich nicht viel sagen. Hier steht auch nur drauf, ein Überlebenskampf nach eigenen Regeln, ein unerbitterlicher Wettlauf gegen die Zeit, 5 Teenager auf einem Streifzug durch das untergegangene New York, einer Welt ohne Erwachsene, einer Welt voller Gefahren. Mehr steht hinten auch gar nicht drauf und ich möchte mich da auch überraschen lassen von den Büchern und ja, wie gesagt, werde berichten, wie ich sie fand. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Niki, danke auch nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die Bücher. Du bist total verrückt. Vielen Dank. Damit wären wir bei den letzten beiden Büchern, die jetzt vor Weihnachten noch bei mir eingezogen sind. Und zwar sind das diese beiden hier. Ashes, Pechschwarzer Mond und Ashes, Ruhlose Seelen. Das ist der dritte und vierte Teil der Ashes-Reihe. Ich habe die ersten beiden Bände ja schon da. Und die hatten die bei Avell für 8,99 das Stück. Und ja, da kann man nicht Nein sagen. Da muss man die mitnehmen. Denn wenn mir der erste und zweite Band gefällt, brauche ich den dritten und vierten ja sowieso. Und günstiger kriege ich die einfach nicht. Deswegen habe ich schon mal den dritten und vierten Ashes-Teil jetzt zu Hause. Und ich finde die Cover einfach mega cool mit diesem Gesicht von drauf. Auch wenn ich ja eigentlich kein Fan von Gesichtern auf Covern bin. Aber in diesem Fall gefällt es mir. Sie hat ein größeres Gesicht als ich. Das waren die richtigen Bücher, die bei mir eingezogen sind. Kommen wir jetzt noch zu den E-Books. Und zwar ist da bei mir eingezogen einmal Schattenblau, das Herz der Tiefe von Carla Fabri. Da hat die liebe Lisa von Niki Paulus Bücherwelt total geschwärmt von dieser Geschichte. Und die gab es gerade für 1,50 Euro oder so für ein Kindle. Und da habe ich mir gedacht, komm, kauf sie dir, auch wenn ich sagen muss, dass das Cover irgendwie ein bisschen gruselig ist. Also mir gefällt es persönlich jetzt leider nicht, aber es ist ja halt immer alles Geschmackssache. Und in diesem Buch geht es um Meerwesen. Zum Inhalt muss ich mal kurz ablesen, ganz kurz. Es geht um Lilly und sie reist gegen ihren Willen mit ihrer Familie aus New York in ein spanisches Kaff. Dort hat sie natürlich erstmal keinen Bock drauf, lernt dann aber dort bald Alex kennen und Alex ist ein mysteriöser Junge mit einem Geheimnis und ja, es schlummert auch jenseits von Alex wundervollen Gewitter, Wolken, Augen und wartet hungrig und geweckt zu werden. Hier steht jetzt noch, doch Lilly erkennt bald, dass das Böse nicht nur in den Tiefen des Meeres lauert und ja, es ist anscheinend nicht so, wie es auf den ersten Blick erscheint und ja, hat sich wirklich sehr, sehr spannend angehört und die Lisa hat so von diesem Buch geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, komm, für 1,50 Euro kauf es dir jetzt. Shit happens. Dann ist noch bei mir eingezogen Maskierte Weihnachten von Regina Meißner. Auch das ist eine Weihnachtsgeschichte und zwar lese ich euch hier auch hier nochmal ganz kurz vor, worum es geht. Am 6. Dezember wird Amber von ihrer Mitbewohnerin überredet, eine Studentenparty zu besuchen. Dort trifft die 18-Jährige auf einen maskierten Mann in Prinzverkleidung. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, doch nach einem schicksalhaften Kuss verschwindet er plötzlich. Und natürlich versucht dann Amber, diesen Prinzen wiederzufinden. Und ob das gelingt oder nicht, das ist das, worum es in Maskierte Weihnachten geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Geschichte. Ich werde die Geschichte auf jeden Fall demnächst nochmal mitlesen, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Shit egal, es ist Winter, es ist kalt. Ich finde, dann passt es so eine Weihnachtsgeschichte trotzdem noch immer ganz gut. Und ja, freue mich da schon sehr drauf und bin schon sehr gespannt. Und die letzten drei E-Books, die bei mir eingezogen sind, sind Seductio 1, 2 und 3, auch von Regina Meißner. Diese Bücher gab es in einer Nikolaus-Aktion, glaube ich, jeweils für 99 Cent und da musste ich zuschlagen. Denn die Sina von Wörtern gefesselt schwärmt ja immer so von dieser Reihe und findet die ganz toll. Und ja, deswegen dachte ich mir, für 99 Cent pro Buch kannst du nicht falsch machen und habe die mir mal mitgekauft. Und bin schon sehr gespannt auf Seductio. Ich kann euch auch immer vorlesen, so vom ersten Teil grob, worum es geht. Und zwar geht es in Seductio um Folgendes. Im Licht geboren, von Schatten umgeben. Die 19-jährige Irie ist seit ihrer Kindheit auf der Flucht, weil sie als Schlüsselträgerin die einzige ist, die Schatten in Emonis aus ihrer Gefangenschaft befreien kann. Doch deren Übersiedeln in die menschliche Welt muss unbedingt verhindert werden. Als der Privatermittler Kill in Iries Leben tritt, erfährt sie Sicherheit und Zuneigung. Aber das Glück ist trügerisch und Gefahren lauern verborgen. Und ja, mehr möchte ich auch hier gar nicht wissen und mehr möchte ich euch auch gar nicht vorlesen, denn ich möchte mich auch von dieser Reihe noch weitestgehend überraschen lassen. Ich bin schon sehr gespannt auf Seductio. Wie gesagt, Sina fand den ersten Teil auf jeden Fall ganz, ganz toll. Das weiß ich. Der zweite und der dritte waren auch gut. Mal schauen, wie diese Reihe mir gefällt. Ich halte euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. So, das waren meine Neuzugänge vom Dezember vor Weihnachten. Dann kam Weihnachten und mein Geburtstag und dann ist das Ganze eskaliert. Das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss.